Moin, meine lieben Lieben, willkommen zurück zu einer Folge Star Wars Battlefront 2. So, wir sind auf einen Sternzerstörer und wollen den aus dem Hyperraum bringen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Wir gehen direkt auf die andere Seite. Ja, toll. Bin ich sicher. Dein Plan ergibt für mich immer mehr Sinn. Nimm so viele, wie du tragen kannst. Ich bin dann mal so frei. Hacken. Hier, ja, der F gefällt mir gar nicht. Die, mit der Heilung komme ich ja klar, aber der Rest. Da. Das will ich weghaben. Kriege ich aber nicht weg. Hartnäckig, ich habe den Hand auch. Ich denke, wir haben diese Scheißwaffen dabei, egal. So, schön fürs Blinzeln, aber hat ein bisschen mit Nervosität zu tun bei mir. Ist also nichts Tragisches. Wo? Mann, wir müssen nur meckern. Du bist dran. Geradeaus, rechts, links und da oben sind auch noch ein paar. Aber da ist erst, dass wir einfach drauf schießen können. So, bereiten wir uns mal vor. Du musst was hacken. So. Alles sicher. Ich habe Offiziere belauscht. Der Widerstand hat die Basis der ersten Ordnung gefunden. Sie greifen jetzt an. Okay. Sehr gut, Shreff. Wir sind fast fertig. Halt dich bereit. Dann bis gleich. Say, wenn wir an dem Generator Detonatoren platzieren, bremst das Schiff in einer Sekunde von Lichtgeschwindigkeit auf null. Ach du Scheiße. Ist es doch. Bringen wir die Detonatoren an dem Generator an. Blastergeschütz. Ach so, ja. Aber der hat doch mehrere davon, oder? Da sind noch ein paar. Hä, bin ich jetzt falsch? Muss ich hier hin? Achtung, mehr von denen. Ach, verteidigen. Ah, Zay hat welche gepackt. Ja, da ist das Geschütz. Da. Was? Wo? Wie? Wo? Oh! So scheiße. Oh, Kacke. Zweite Ebene? Ich bin da dabei! Er fasst die da oben gar nicht, oder? Doch. Na komm. Von wo? Da hinten. Alter. Schon weg. Ist der Detonator scharf? In einer Sekunde. Eins. Ja,
Ja, komm, komm, komm. Der hat seine Wacke gerade. Heilung bitte! Rücke vor! Verstärkung im Anmarsch! Verteilt euch! Oh. Zay, schaffst du das? Ja, Mann, hab alles drin! Sicher? Wo war denn der bitte? Ich habe gemerkt, dass er mich angeballert hat, der Scharfschütze, aber. Wo? Bring mir die Detonatoren an dem Generator an. Ich mach das, du gibst mir Deckung. Machst du das jetzt oder nicht? Achtung, mehr von denen! Wie läuft's bei dir? Ich arbeite dran. Blick mich zusammen. Vielen Dank. Das hat sowas Schilde. Mein Gott. Oh! Wir sind fertig. Oh, so eine Art Blendgranate. Ja, aber nur als Warnung. Das wird verdammt kuschelig. Solange es fliegt, bin ich zufrieden. Bis gleich. Okay, bleibt nur noch der Reservegenerator. Er ist wahrscheinlich hinter einer Sicherheitstür. Ich hacke sie. Okay. Lass mich raten, es kommt noch mehr. So, ich glaube. Hätten wir ein bisschen mehr reinstellen sollen. Davon kannst du ausgehen. Schauen wir mal. Mehr Sturmtruppen. Ja, lass dir Zeit. Wir haben alle. Ich nehme das zweite
Alles im Griff. Verstärkung im Anmarsch. Jetzt, wenn du einmal nicht hinguckst. Hey, wobei? Hilf mir! Keine Sau! Ich sehe gar nichts. Jetzt gehe ich raus. Sehr schön. Dann raus hier. Raum gesichert. Aber nicht für lange. Jetzt muss ich schon was hacken. Na super. Rio, hack den Computer. Schick die Verstärkung woanders hin. Platzieren wir die letzten Ladungen. Und dann ab zur Widerstandsbasis. Einfach raus hier. Was sind wir nicht? Hier sind wir. Hast du gemerkt? Lass mal nachladen. Ah, Auge juckt. Wo ist da? Das ist ein Punkt. Nee, am Punkt muss ich nicht. Alles frei. Willst du es machen? Die platzieren? Klar, dann suchen wir Schrift und verschwinden. Eindringlinge verloren. Say? Lass mich los. Nein. Das ist die eine, die ich kenne. Mutig. Unberechenbar. Benutz deine Waffe. Los, benutz deine Waffe! Say. Alles okay. Mutterschaft hat dich weich gemacht. Stoppen wir dieses Schiff. Dort. Wir haben es geschafft. Hey Mann, was ist los? Hey. Hey. Nein, er hat nicht, er konnte nicht. Okay, Mann, du brauchst jetzt Hilfe. Komm schon, nein, Mom, komm schon. Hör auf, es ist zu spät. Es ist zu spät. Hör zu,
Du musst Dio unbedingt zum Widerstand bringen. Hast du verstanden? Nein, wovon redest du überhaupt? Nein. Alles wird wieder gut. Nein, wird's nicht. Ich brauche dich. Wie kannst du so ruhig sein? Komm jetzt. Ich habe Angst. Hab mehr Angst vorm Scheitern als vorm Sterben. Ich habe Hoffnung wegen dir. Hör zu. Hör zu. Wir kämpfen, damit andere leben. Und wenn wir sterben, dann tun wir das aus demselben Grund. Verstehst du das? Ich liebe dich. Ich liebe dich, Mom. Ich wünschte, du könntest dich jetzt sehen. Ich bin allein, Shriff. Sie ist tot. Oh. Es ist okay. Sie hat's geschafft. Sie schafft es immer. Kontaktiere den Widerstand. Sag ihnen, dass das hier erst der Anfang war. Denn die erste Ordnung wird kommen. Aber wir haben Hoffnung. Und es ist diese Hoffnung, die uns den Sieg bringen wird. Sektor sicher Widerstandsbasis. Kein Anzeichen der ersten Ordnung. Moment. Kein Kontakt. Hier spricht Shriff sogar. Freigabecode 73 Tau. Wir sind Verbündete und bitten um Landeerlaubnis. Bitte erschießt uns nicht. Landeerlaubnis verweigert. Aber ich hab bitte gesagt. Warten Sie auf Anweisungen. Das passt schon. Wir müssen nur erklären, was los ist und... General Organa. Shriff, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Dann musst du Zay sein. Das mit deiner Mutter tut mir wirklich sehr leid. Sie war eine... komplizierte Frau, aber mit ihr war diese Galaxis eine bessere. Danke, Ma'am. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wir haben etwas für Sie, General. Pläne für den Dreadnought der ersten Ordnung. Die Übertragung läuft. Ich leite Sie sofort an Commander Dameron zur Analyse weiter. Ich bin bereit für den Kampf, General. Das glaube ich dir, aber der Widerstand evakuiert. Die erste Ordnung kommt immer näher. Statt sie frontal anzugreifen, habe ich eine dringende Mission für euch. Wir haben Verbündete im Outer Rim. Ich brauche ein Team, das sie sucht. Ich weiß, ihr seid müde. Habt unglaublich viel gekämpft und so viel verloren. Aber ihr müsst weitermachen. Schafft ihr das? Sie können auf uns zählen, General. Viel Glück, Inferno-Trupp. Wiederbelebung abgeschlossen. Belohnung freigeschaltet. Besuche deine Karriere, Meilensteinseite und greife auf neue Upgrades für den Multiplayer-Modi zu. Battlefront 2. Jetzt haben wir die Hauptstory plus die Erweiterung gespielt und ich bin von beiden sehr überzeugt und sehr überrascht, ehrlich gesagt.
Ich fand den zweiten Teil definitiv besser als den ersten Teil, weil ich auch ein reiner Kampagnenspieler bin und kein reiner Multiplayer-Spieler. Ja, danke für den Feuer. Wie gesagt, ich bin ein reiner Story-Spieler und kein großer Multiplayer-Spieler. Ich spiele zwar schon durch mal Multiplayer, keine Frage, aber ich mag die Geschichten halt an den Singleplayern spielen und deswegen kann ich euch Battlefront 2 Story nur ans Herz legen. Kauft euch das Spiel, unterstützt den Publisher, unterstützt die Entwickler und seid dabei. Vielleicht gibt es halt ein neues Battlefront, wir wissen es nicht. Ansonsten bedanke ich mich, dass du wieder eingeschaltet hast und freue mich, dich beim nächsten Let's Play begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn er euch gefallen hat und schreibt mir in die Kommentare. In diesem Sinne, grüßt mir in Zukunft mal nur im nächsten Let's Play. Schausen.